erfolgt. Das wäre wünschenswert, auch für die Zuschauer und für den Sport. Aber dem ist leider nicht oft so. Corin Ungureanu aus Rumänien. Auch eine, die viel, viel Tempo hat. Das war die Rumänin Corina Ungureanu und auch das eine Übung gespickt mit Höchstschwierigkeiten logischerweise. Und man sieht auch, wie sie ordentlich unter Sauerstoffschuld jetzt ist. Das ist schon im blauen Bereich und deshalb ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass man bis zum Ende auch konditionell durchhält. Ihre dritte Finalteilnahme war das. Sie war dabei am Schwebebalken, da wurde sie Achte. Da stürzte sie vom Gerät. Sie war dabei am Stufenbarren. Das endete mit Platz 4. Also bis dato, bis auf die Mannschaft, noch keine weitere Medaille für Corina Ungureanu. Aber am Boden hat sie sicherlich eine gute Ausgangsposition sich mit dieser Übung geschaffen. Spürt man das, Gabi, als Turnerin selber? Merkt man da am Ende, hoppla, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren auf die letzte Bahn? Ja, konzentrieren muss man sich sowieso. Ein bisschen zwischendrin bei der Gymnastik kann man sich erholen und auch schon auf die nächste Akrobatikreihe konzentrieren. Und das sollte man auf jeden Fall tun, weil das kann man sich einfach nicht erlauben, wenn man dann einfach in Beiradwende Flickflack schon einen Fehler macht. Ja, dann ist es schon, kann es schon vorbei sein. Wertung für Sie, 9,787, das ist im Augenblick die Führung. Wie oft im Training turnt man denn eine gesamte Übung, Gabi? Ja, also ich weiß natürlich nicht, wie oft die...